Was ist das Ganze? Wie ist das Ganze geworden? Wie ist diese Weltordnung entstanden? Das ist in das Geheimnis des Anfangs getaucht. Es gibt ein berühmtes Wort des Aristoteles. Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Wir kennen das als das Sprichwort, aller Anfang ist schwer. Nun, wie auch immer, es kommt darauf hinaus, dass nun diese Fragen doch mit einem solchen ersten theoretischen Interesse an der Ordnung der Welt solche Grenzfragen stellte. So wie die Grenzfrage des Todes über jedem menschlichen Leben schwebt und den Religionen einen nie ausgehenden Ansatzpunkt für ihre Hoffnungen und Verheißungen enthält. So gibt es ohne Zweifel auch andere Fragen, zum Beispiel die, was war vor dem Big Bang, vor dem Urknall? Eine Frage, bei der die Physiker ein begreifliches Lächeln für uns haben und dennoch eine Frage, die kein Mensch zunächst nicht stellt. Wir werden sehen, dass sich die ersten in einigen greifbaren Texten überlieferten Denker Griechenlands mit diesen Grundfragen kritisch beschäftigt haben. Was war das aber? Das wissen wir heute doch recht gut. Natürlich ist Thales nicht in den Brunnen gefallen, sondern ist in den trockenen Brunnen gestiegen, weil dies das antike Fernrohr war. Durch die Abblendung nämlich, die die Brunnenwände darstellen, kann man sehr genau den Zug von Sternen, die über dieser Blickrichtung stehen, ganz genau registrieren und sehr viel mehr sehen. Eine Art griechisches Fernrohr. Also es war keineswegs so, dass hier ein Zerstreuter in den Brunnen gefallen ist, sondern es wird wohl stimmen und eigentlich ein sehr viel besseres, anekdotenhaftes Geschehen zu Ehren theoretischer Kühnheit, dass man sich zu einem solchen unbequemen Wagnis in diesen Brunnen zu steigen bedient und dann auf fremde Hilfe angewiesen ist, um überhaupt wieder herauszukommen. Theoretische Kühnheit und Leidenschaft hat sich in dieser Anekdote mindestens ebenso wirksam realisiert wie die Spottlust der Spätantike gegenüber ihren absurden Weisen. Eine Geschichte ist überliefert worden, dass man dem Sokrates das Buch dieser Sätze von Heraklit zu lesen gegeben hat. Und daraufhin hat Sokrates gesagt, was ich verstanden habe, ist vortrefflich. Ich bin überzeugt, dass das, was ich nicht verstanden habe, ebenso vortrefflich ist. Aber es bedarf eines meisterhaften Tauchers, um diese Kostbarkeiten aus dem Meeresgrund ans Licht zu heben. Nun, so war sozusagen das geheimnisvolle Stilvorbild von Heraklit von vornherein
anzuziehen durch das Paradox, durch die überraschende Wendung, mit der man sagt, der Weg hinauf und hinab ist derselbe. Die allgemeine tägliche Erwartung zu brechen und auf diese Weise neue Denkhorizonte zu öffnen. Da gibt es einen Satz bei Heraklit, der in Worte geschrieben in der berühmten Heidegger-Hütte im Schwarzwald angebracht war und der auf Deutsch heißt, der Blitz steuert alles. Man muss da genau hinhören, um auch hier wieder diese spannungsvolle Widersprüchlichkeit zu verstehen. Das soll keineswegs etwa, wie man dann in trivialer mythischer Denkweise erläutern würde, sagen, es ist der Donner des Zeus, der seine Blitze schleudert und dadurch das Weltgeschehen regiert. Das ist bereits ganz unheraklitisch, ganz unphilosophisch geredet. Wir leben bereits unterwegs zum Logos. Und was bedeutet es dann? Ja, was bedeutet es? Denken wir an die Erfahrung des Blitzes. Insbesondere doch, denn nur dann erscheint er in seiner ganzen Gewalt in der Nacht. Auf einen Augenblick ist alles von grellstem Licht sichtbar, um im nächsten Augenblick um unsere tiefere Nacht zu versinken. Das ist offenbar auch an dem Feuer hier das Interessante, seine plötzliche erhellende Kraft. Nun, wir hatten gesehen, solche Dinge waren wirklich in den Beispielen tiefsinniger heraklitischer Sätze im geheimen Hintergrund, wie alles plötzlich sich in sein Gegenteil verkehrt. Ich sprach von Schlaf und Wachen. Ich hätte auch reden können von Leben und Tod. Wir sagen ja, jemand schläft wie ein Toter. Und doch ist er plötzlich hellwach. Der Blitz steuert alles. So ungefähr denkt sich offenbar Heraklit das eigentliche Geheimnis. Die Seele ist nicht nur der Atem des Lebendigen, sondern sie ist gerade auch das Denkende, das in seinen eigenen Umfängen so vieles geheimnisvolle Ware bereits in sich trägt. Es gibt einen sehr schönen Satz von Heraklit: Die Grenzen der Seele wirst du niemals erreichen, so weit du auch wanderst. Das ist das neue Universum. Vielleicht darf man daran erinnern, dass Cicero später einmal von Sokrates gesagt hat, er hat die Philosophie vom Himmel heruntergeholt und auf den Straßen Athens heimisch gemacht. Das soll heißen, er hat die praktischen Lebensfragen mit seinen Mitmenschen in den Gymnasien, in den Sporthallen, in den Rats- und Versammlungen und in den Straßen von sich aus unter die Menschen gebracht. Er war sozusagen der lästige Mann, der jedem
der mit einem geschwellten Selbstbewusstsein durch die Straßen ging, anhalten konnte und ihm verfängliche Fragen stellen, auf die er keine rechte Antwort wusste. Das hat er offenbar vor allem mit den großen Herren der Zeit getan. Das hat er mit den Admirälen getan. Das hat er mit den Strategen getan. Wenn er wissen wollte, was Tapferkeit ist, das hat er mit den Richtern getan. Wenn er wissen wollte, was Gerechtigkeit ist, das hat er schließlich sogar mit den Sehern und Wahrsagern getan, um ihnen zu zeigen, dass sie vom Göttlichen und priesterlich-Göttlichen überhaupt nichts wüssten. Das ist die bekannte Figur des Sokrates. Woher kennen wir sie? Nun, er hat eine ganze Reihe von Nachahmern gefunden, aber alle diese Nachahmer verblassen gegenüber dem einzigen Plato. Und das ist der Punkt, auf den ich hier sozusagen zu Platos eigenem Einsatz komme. Und zwar so, dass dieser Einsatz zugleich die Lebensaufgabe Platos sichtbar vor Augen stellt. Plato wollte dem von ihm bewundernden Sokrates freisprechen von dem Justizirrtum der attischen Demokratie, dass sie den Sokrates für einen Sophisten gehalten hat, bloß weil er auch mit scharfen dialektischen Argumenten reden konnte. Beides, das Gute, ist wohl eine ebenso ungreifbare, sozusagen durch nichts definierbare Wirklichkeit, wie es offenkundig die Zahlen und ihr geheimnisvolles Zusammenstehen zu Summen und zu Gleichungen, zu Brüchen und zu großen Rechnungen auch sind. Und so hat in der Tat Plato diese Vereinigung der Frage nach dem Guten mit der Frage nach der Zahl in seinem berühmtesten literarischen Meisterwerk zum Gegenstand gemacht. Das ist der platonische Phaidon. Der Dialog, in dem Plato seinen zum Tode verurteilten und an diesem Tage zur Hinrichtung bereits vorbereiteten Sokrates seine Freunde zum letzten Male empfängt und dort mit ihnen über die Seele, über die Unsterblichkeit der Seele und über die Beziehung der Seele auf etwas Unvergängliches, Unveränderliches, Sicheres und Gewusstes zu beziehen, wie es die Zahlen sind. Nietzsche hat in einem berühmten Wort diese Darstellung der Gespräche des sterbenden Sokrates, die Errichtung des neuen Ideals der griechischen Jugend genannt. Das Ideal des Helden Achilles oder des genialen, reisenden, findigen Odysseus abgelöst hat. Ein neues Ideal des Weisen. Des Weisen, der seine Weisheit lebt und der mit der ruhigen Gelassenheit seines fragenden
und gar nicht dogmatischen Geistes. Mit Gelassenheit sein Lebensschicksal annimmt und den Giftbecher trinkt. Die Idee des Guten ist deswegen der eigentliche höchste Punkt im platonischen Denken. Das ist das Bildungsziel, auf dem in der platonischen Staatsutopie alle Erziehung hin ausgerichtet wird. Aber diese Idee des Guten ist nicht greifbar, hosta alla mathemata, wie die anderen lernbaren Gegenstände. Sie ist aber Idee, sie ist Hinblick in allem. Und Sokrates sagt, er würde eigentlich erst ganz zufrieden sein, wenn man all das, was bisher unsere weisen Männer erkannt haben über den Sonnenlauf und den Mondlauf, über die Sterne, über die Jahreszeiten, über die Elemente, über die Land und Meer und all das, wenn er dies alles als Ausdruck der Idee des Guten verständlich machen würde. Ein sehr berühmter Satz, von dem man nur nicht genug beachtet hat, dass er eigentlich das Programm der aristotelischen Physik ist, der Teleologie, der auf Zwecke gerichteten und die Zweck der zweckvollen Einrichtung des Universums, in der auch der Mensch mit seinen begrenzten Zwecken und seinen unablässig nach dem Besseren strebenden Zielen, nach dem vorteilhaften Guten hingerichtet ist. Die moderne Medizin kann uns recht deutlich veranschaulichen, worum es sich hier handelt. Die Medizin ist die Lehre von der Krankheit und ihren Heilmitteln. Sie ist ein gewaltiges Resultat fleißigen und gründlichen Messens. Jeder Mensch weiß, was ein Fieberthermometer ist, und jeder Mensch weiß, was die normale Temperatur ist. Und so ist man also mit dem Messen sehr weit fortgeschritten. Aber das eigentliche Geheimnis ist doch die Gesundheit. Woran messen wir denn die? Besser nicht an Standardwerten. Denn die Gesundheit ist eine geheimnisvolle Zusammenstimmung von allem. Und dieses große Geheimnis der Gesundheit nennt auch Plato in diesem Zusammenhang als ein Beispiel dieser inneren Gemessenheit. Und da sagt nun Plato in diesem Zusammenhang, dies ist an allem genauen Können und Wissen der Wissenschaften etwas Unentbehrliches, dass man jeweils auch das Angemessene, nicht nur das Gemessene, sondern das Angemessene, das Rechte, das Geziemende, das im rechten Augenblick Richtige, all dieses als das Eigentliche, worauf es ankommt, neben allem, was Zahlen und Gesetze und Größen. Es ist eine Botschaft an eine moderne Welt, in der die quantifizierenden Wissenschaften ihre methodische Vorherrschaft sehr tief etabliert haben und nur vielleicht nicht genügend beachten, dass ihnen das nur gelingt, dort, wo sie ein anderes Wissen, den Blick des erfahrenen Arztes,
oder den Instinkt des erkrankten Organismus, den Instinkt des Menschen, der an einem Leiden erkrankt ist. Kurz all dieses, was schließlich der Arzt auch noch als ein Kriterium anerkennt, wenn er seinen Patienten, von dem er nicht recht weiß, was ihm fehlt, sagt, fühlen Sie sich krank. Gut, in diesem Sinne gilt das nun, weiß Gott, auch, diese ganze Darlegung ist in einem Dialog über den rechten Staatsmann geführt, im sozialen Leben, im politischen Leben auch. Da kann man Gesetze machen, da kann man Ordnungen stiften, wenn man nicht in der Lage ist, sozusagen im richtigen Augenblick, in der richtigen Anpassung an das Gebot der Stunde und an ihren Mitteln dieser Stunde, dem Gebot der Stunde gerecht zu werden, einzusetzen vermag, dann wird man die Ziele unseres Könnens auch wieder verfehlen. Er war der Sohn eines makedonischen Leibarztes und studierte also in der Akademie, wenn man so sagen darf. Und von ihm wird berichtet, dass eines Tages er krank war und bei einem solchen kleinen Gruppengespräch nicht dabei war. Und da habe Plato gesagt, heute hat der Geist gefehlt. In der Tat, es war eine intime, frühe Bindung. Später ist Aristoteles zugleich als Kritiker der Ideenlehre bekannt geworden. Aber die wesentliche Kritik, die Aristoteles da geübt hat, wird wiederum eingeleitet durch einen Satz, der berühmt geworden ist. Ein Satz des Aristoteles. Freund ist mir Plato, noch mehr Freund die Wahrheit. Aristoteles hatte den Spitznamen unter seinen Freunden der große Leser. Er las ständig. Und er hatte sich abends, wenn er sich auf die Knie gelegt, aufs Bett gelegt hatte, ein Messingbecken zur Seite gestellt und hielt in der Hand eine Messingkugel, eine Metallkugel, und las. Und immer wenn er einschlief, fiel die Kugel mit lautem Klang in das Becken und er wachte wieder auf und konnte weiterlesen. Ein sehr geistreich erfundenes Bild für die Annäherung dieses wachen Geistes Aristoteles an den göttlichen Geist, der durch ständige Gegenwart ausgezeichnet ist. Denn der Gottesbegriff der Metaphysik des Aristoteles ist ein Geist, der nicht wie der menschliche durch Wachen und Schlaf und dergleichen unterbrochen ist. Da schildert er, wie zunächst flüchtige Eindrücke im Gedächtnis festbleiben, wie daraus schließlich eine einheitliche Erinnerung von Wissen wird, wie aus diesem Wissen dann durch Mitteilung an andere
Kurz, wie schließlich das Wissen um die Archai. Das ist der Ausdruck, den wir übersetzen mit Prinzipien, mit den Anfängen, zustande kommt. Was ist die Pointe? Nun, Beweisführung ist immer Beweisführung aus Vordersätzen. Und der Schlusssatz ist dann der gültige Satz. Kein Zweifel, dass man also schon Voraussetzungen haben muss. Das nennt man in der Logik die Major und die Minor, die größere und die kleinere Voraussetzung. Wenn es sich aber um die Anfänge handelt, kann man nicht noch etwas vor den Anfängen anfangen und voraussetzen. Also Philosophie kann nicht der Beweislogik entsprechen. Sie muss mehr dieser Hinführung auf den Anfang, auf die ersten Voraussetzungen bestehen. Das nannte man Epagoge, Hinführung. Und Aristoteles, ein Meister drastischer Bilder, gibt dafür auch ein drastisches Bild. Wie kommt eigentlich dieses Allgemeine des Begriffs, des Prinzips zustande? Tja, sagt er, das ist wie wenn ein Heer auf der Flucht ist vor dem Feind. Und schließlich schaut sich einer mal um, ob der Feind schon da ist und bleibt stehen. Die anderen rennen weiter. Dann guckt sich ein anderer um, der sieht ihn da, der nicht losgerannt ist, weil der Feind schon weg ist. Und so drehen sich nacheinander alle möglichen Leute um und am Schluss gehorcht das Heer wieder dem Kommando. Das griechische Wort für Kommando ist auch Archai. Anfang und Herrschaft. Das also ist die logische Analyse dessen, was Philosophie nach Aristoteles Beschreibung logisch gesehen ist.